Ja, guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich, Rotkäppchen und der böse Wolf erzählen Ihnen nun ein Märchen aus der Welt der Wissenschaft. Es war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit an einem nicht allzu weit entfernten Ort ein dunkles Gespenst, das sein Unwesen trieb unter den Menschen und sie mit Furcht und Schrecken schlug und mit Vergessen heimsuchte. Es nannte sich Demenz. Niemand, nicht einmal die Ritter in ihren weißen langen Mänteln, die sonst für das Vertreiben der bösen Geister zuständig waren, konnten ihm das Wasser reichen, niemand konnte ihm begegnen und es schlagen. Und so kam es, dass Rotkäppchen, ein engagierter Kommunikationsforscher und ganz nebenbei der Held dieser Geschichte, sich aufmachte, um diesem Gespenst ein Schnippchen zu schlagen. An seiner Seite der böse Wolf, ein Bekannter aus früheren Abenteuern. Mittlerweile waren sie gute Freunde geworden. Und der böse Wolf auch ein ausgebildeter Therapiehund ersten Ranges. Nun ist wissenschaftlich belegt, dass Tiere angstlösende antidepressive Wirkung auf den Menschen haben können. Restlos geklärt, warum das so ist, wurde bislang noch nicht. Doch ich, sagte der junge Kommunikationsforscher, ich werde die relevante kommunikationswissenschaftliche Erklärung dafür liefern, für die Annahme nämlich, dass Tiere im Kontext mit Menschen, die sich mit der Demenz herumschlagen, eine Verbesserung ihrer Lebenssituation erreichen können. Ich werde das machen mit dem ältesten Freund des Menschen an der Seite und dem neuen Feind dieser Menschen zu begegnen. Nun galt es noch beim Professor des Rotkäppchens vorbeizusehen und das war die alte, ehrwürdige, weise Großmutter und sie warnte das Rotkäppchen und sagte, du musst vorsichtig sein auf deinem Weg, öffne all deine Sinne, sei offen für alles, was dir begegnet. Und das Rotkäppchen nickte eifrig und hörte eifrig zu und versprach, stets aufmerksam zu sein und zu bleiben. Daraufhin sagte Professor Großmutter, nun denn, so gebe ich dir Rotkäppchen. Ja, Rotkäppchen, sagte Professor Großmutter, so gebe ich dir denn noch dieses Geschenk mit auf den Weg. Danke, sagte das Rotkäppchen. Es hatte soeben die Grounded Theory erhalten, eine sozialwissenschaftliche Geheimwaffe sozusagen. Da es damit nicht allzu viel anzufangen wusste, packte es diese in seine Tasche und machte sich mit seinem treuen Begleiter, dem bösen Wolf, auf den Weg. Und unterwegs begegneten die beiden vielen Menschen, die bereits mit dem Gespenst Demenz Bekanntschaft gemacht hatten. Es war stets ein Ringen gewesen und sie waren gezeichnet von dieser Begegnung. Ihr Antlitz war gezeichnet, es spiegelte das Antlitz wider dieses furchtbaren Geistes und sie hatten oft alles vergessen. Doch das Rotkäppchen sprach mit diesen Menschen, unterhielt sich mit ihnen und lernte so viel über das Gespenst Demenz in weiterer Folge herauszufinden. Und nicht zuletzt, dachte es bei sich, schien ihm da auch eine Verbesserung bei den Menschen durch die Kommunikation vor allem mit seinem Freund, dem lieben bösen Wolf, aufgefallen zu sein. Dieser Art ermutigt, ging das Rotkäppchen seinen Weg weiter durch einen ganzen Dschungel von Büchern mit scharfkantigen Seiten und einer Menge an erstickendem Papier und Artikeln und tauchte in virtuelle Welten ein, in Räume, in uralte Archive und verlor oft völlig die Orientierung. Doch stets, wenn es nicht mehr weiter wusste, blickte es auf seinen treuen Begleiter, den lieben bösen Wolf, und er zeigte ihm einen Ausweg. Nun denn, da sie schon eine Weile auf der Fährte des dunklen Gespenstes Demenz waren, wurden sie seiner plötzlich angesichtig. Es kauerte in einer Ecke und brütete vor sich hin. Da wussten sie, dass sie
am Ziel ihrer Reise waren, und das Rotkäppchen nahm all seinen Mut zusammen. Und der böse Wolf setzte sein bösestes Gesicht auf, und gemeinsam schritten sie auf das Gespenst zu. Und dieses verschwand nicht, sondern starrte ihnen direkt in die Augen, und es entspann sich ein zähes, hartes Ringen dieser beiden Kontrahenten. Und da, in diesem furchtbar angespannten Moment, entsann sich das Rotkäppchen des Geschenks von Professor Großmutter und holte es heraus und zielte auf das Gespenst der Demenz und begann: Unterschiedliche soziale Strukturen erzeugen unterschiedliche Systeme des Sprachgebrauchs. Das Gespenst kicherte. Dieses Sprachsystem oder auch diese Codes bringen für das Individuum spezifische Auswahlprinzipien mit sich. Das Gespenst gähnte. Die seine Auswahl aus den sprachlichen Möglichkeiten sowohl auf der syntaktischen als auch der lexikalischen Ebene regulieren. Das Gespenst zitterte mit den Wimpern. Da wusste das Rotkäppchen, es gab nur eins. Aus einer Entwicklungsperspektive gesehen wird das Individuum durch das, was es gerade gesagt hat, im Akt des Sprechens selbst verändert. Schluss! Schrie das Gespenst. Was willst du von mir? Und das Rotkäppchen lächelte und flüsterte ihm ins Ohr. Nein, sagte das Gespenst, das mache ich nicht. Nun denn, so einigten sie sich denn darauf, dass das Gespenst sich zumindest in Anwesenheit von Hunden in Zukunft zivilisiert verhalten würde und die Kommunikation nicht weiter stören würde. Und so dachte sich das Rotkäppchen, es muss auch noch was für andere Forscher und vor allem für die Mediziner zu rätseln übrig bleiben. Und es belohnte seinen treuen Begleiter, sagte der Demenz Adieu, und sie zogen fröhlich von dannen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann forschen sie noch heute. Dankeschön.